Ja, herzlich willkommen an alle, die da sind und vor allem an Mela Davila Freire zu dieser unserer 57. ECM-Diskursveranstaltung heute online. Wir besprechen heute ein Thema, das uns schon lange beschäftigt, nämlich die Frage der kuratorischen Forschung, und wir besprechen dieses Thema mit einem Gast, über den wir uns wirklich sehr freuen. Mela Davila Freire ist Archivkuratorin, sie ist Autorin, sie arbeitet auch theoretisch und als Forscherin. Und sie hat in den letzten Jahren in vielen spanischen Institutionen maßgeblich dazu beigetragen, was wir unter einer interessanten, kritischen archivkuratorischen Praxis verstehen können. Und du hast das in Projekten gemacht, in sehr interessanten Projekten, und du hast aber auch darüber geschrieben, unter anderem auch in unseren zwei letzten Büchern, die bei uns erschienen sind. Was dich auszeichnet als Handelnde an der Schnittstelle zwischen Archivpraxis, kuratorischer Praxis und theoretischer Auseinandersetzung, ist eine Stringenz, die auf keiner Seite nachgibt. Also du würdest weder die archivnotwendigen Überlegungen zurücklassen, noch die aktivistischen Ansprüche, noch die künstlerisch-ästhetische Stringenz, die dir auch sehr wichtig ist. Und während wir in den letzten Jahren sehr viele Projekte gesehen haben, die auf einer von diesen drei Seiten überzeugend waren, scheint deine Arbeit darin zu bestehen, die drei konsequent zusammenzubringen. Und damit uns heute einen Vorschlag zu machen, was wir unter kuratorischer Forschung verstehen können, aus einer solchen archivkuratorischen Perspektive auf ein Thema, nämlich die kuratorische Forschung, über die viele Leute gerne wissen würden, was sie eigentlich ist. Denn sie ist heute in aller Munde und sie wird von vielen Leuten unterschiedlich ausgelegt. Wenn ich es richtig verstehe, wird das heute auch ein Versuch zu verstehen, vielleicht nicht, was sie ist, aber was sie sein könnte. Und damit übergebe ich auch gleich dir das Wort, liebe Mela, zu deinem Vortrag Alchemie im Archiv, was wir unter kuratorischer Forschung verstehen könnten. Also vielen, vielen, vielen Dank. Es ist eine Ehre und eine Freude für mich, hier heute zu sein. Ich wäre sehr gerne nach Wien gefahren, aber vielleicht das nächste Mal. Also vielen Dank nochmal, nicht nur für die Einladung, über die ich mich sehr freue, aber auch für die Frage, weil es ist so, also wie Nora erzählt hat, ich beschäftige mich mit der Theorie, aber hauptsächlich immer nach der Praxis. Hauptsächlich bin ich vor allem so eine Praxisperson sozusagen. Und es passiert mir oft, dass die Praxis irgendwie mich weiternimmt. Und erst wenn ich Fragen bekomme oder wenn ich die Zeit habe, um in Ruhe zu überlegen, kann ich über solche Themen denken, wie was ist eigentlich also kuratorische Forschung in diesem Fall. Ich fand die Frage total aufregend und musste aber sitzen und überlegen, was es eigentlich für mich bedeutet, dieses Begriff. Ich habe auch gedacht, weil wir, also ich bin Spanierin, Deutsch ist nicht meine sozusagen meine Muttersprache. Ich komme auch allgemein, ich glaube, Muttersprache hat nicht nur damit zu tun, wie man sich ausdrückt, sondern auch, wie man die Welt irgendwie anschaut. Und weil ich aus einer anderen sozusagen Sprachwelt komme, habe ich gedacht, wir könnten damit anfangen, also so zu definieren, was wir eigentlich mit diesen ganzen Wörtern meinen. Hauptsächlich habe ich gedacht, ganz am Anfang, bevor ich mich mit den Definitionen so beschäftigt habe, habe ich gedacht, eigentlich ist kuratorische Forschung sehr eng mit wissenschaftlicher Forschung und künstlerischer Forschung verbunden. Und es überschneidet sich manchmal auch oft. Und ich glaube, die Beispiele, die wir heute sehen werden, zeigen das ein bisschen. Aber wir werden nicht über wissenschaftliche Forschung oder künstlerische Forschung reden, sondern hauptsächlich über kuratorische Forschung, die, ich glaube, so als Konzept ein bisschen neuer ist sogar und deswegen vielleicht nicht so klar, oder wir denken nicht alle das Gleiche, wenn wir darüber reden. Gut, Forschung ist mehr oder weniger, ich glaube, da könnten wir uns einigen. Ich habe hier eine Definition von der UNESCO, wo es bestätigt wird, dass Forschung jede schöpferische, systematische Tätigkeit
zur Erweiterung des Wissens, einschließlich des Wissens über die Menschen, die Kultur und die Gesellschaft sein sollte und die Nutzung dieses Wissens zur Entwicklung neuer Anwendungen. Ich glaube, da können wir mehr oder weniger, also damit können wir alle leben, es ist mehr oder weniger das. Für mich ist besonders wichtig hier diese Idee von Erweiterung des Wissens, weil das kann man natürlich mit Archive und ohne Archive machen. Archive sind nur ein Teil oder eine Möglichkeit in der Forschung, aber nicht nur die einzige. Aber hauptsächlich geht es darum, wenn man forscht, um neue Wissen zu schaffen. Ups. So. Wenn es leicht ist, sich über die Bedeutung von Forschung einigen, es ist vielleicht aber nicht so leicht, sich über die Bedeutung von dem Konzept, das Kuratorische, einigen. Bei den ganzen Bedeutungen vom Kuratieren, Kurator, das Kuratorische und so weiter, passiert es ein bisschen wie bei den Künstlerpublikationen, womit ich auch mich sehr beschäftige. Es gibt fast so viele Definitionen wie Menschen, die darüber schreiben. Ich habe aber in diesem Fall habe ich entschieden, dass ich von einem Buch zitieren wollte oder will, das gerade erschienen ist und wo ich finde, dass das Konzept von dem Kuratorischen sehr gut erklärt wird und auch sehr in vielen Sinnen in einer sehr suggestiven Art sozusagen. Und das ist das Buch von Beatrice von Bismarck, das Kuratorische, das neulich erschienen ist. Und davon habe ich 3 Zitaten ausgewählt, die mir also besonders resonant scheinen. Also erstens, das kuratorische Handlungsfeld und Wissenschaftsgebiet, das auf das Öffentlichwerden von Kunst und Kultur bezogen ist. Und ich glaube, diese Idee von dem Öffentlichwerden ist wirklich fundamental in dem Bereich, wenn man über das Kuratorische redet. Aber Beatrice von Bismarck sagt auch, jede kuratorische Situation bedeutet ein Zusammenkommen im Interesse eines Öffentlichwerdens von Kunst und Kultur. Und das finde ich auch aus meiner Perspektive wichtig, weil das bedeutet hauptsächlich, dass man nicht alleine kuratiert, sondern es gibt unterschiedliche Elemente oder unterschiedliche Rollen oder unterschiedliche Positionen, die mit der Aktivität vom Kuratieren zu tun haben. Also es ist eher eine kollektive Arbeit oder ein kollektives Prozess, als nur ein Prozess, das von einer Einzelperson irgendwie so gezielt wird. Und sie sagt auch, wenn es also um ein solches Öffentlichwerden von Kunst und Kultur geht, geht es im Zuge der Neuverknüpfung immer auch um Veränderungen. Und das ist das dritte Konzept, das ich auch total wichtig finde. Neues Kenntnis zu schaffen bedeutet nicht nur neue Gebiete zu entdecken, sondern auch Änderungen zu schaffen in dem, was wir schon wussten, in den Kenntnissen, die wir schon hatten. Die Sachen werden unter einem anderen Licht oder aus einer anderen Perspektive gesehen. Die gleichen Sachen, die wir schon kannten, werden dann anders. Und ich glaube, das hat auch viel mit Forschung zu tun. Und das ist auch ganz wichtig, gerade wenn man über Archive vor allem in Bezug auf Forschung redet. Naja, und ich habe als Titel Alchemie im Archiv ausgewählt, auch aus einem gewissen Grund. Alchemie auf Deutsch, habe ich im Dudenbordbuch geguckt, wird definiert als erstens eine mittelalterliche Chemie und zweitens als angebliche Goldmacherkunst. Und die Kunst des Goldmachens ist natürlich eine sehr schöne Metapher für die Forschung auch, ne? Da, wo es nichts war oder wo nur ein ganz einfaches Metall war, daraus macht man Gold, indem man neue Bedeutungen entdeckt oder neue Logiken irgendwie aufbaut. Aber das Interessante ist, dass das Wort Alchemie auf Deutsch eigentlich aus dem Spanischen kommt. Und in der spanischen Sprache kommt es aus dem Arabisch. Und die Araber haben es aus dem Griechischen gehabt, wo es die Bedeutung hatte von Mischung von unterschiedlichen Flüssigkeiten. Aber ich fand es auch interessant, mit euch oder mit Ihnen die spanische Bedeutung zu teilen, wie es im spanischen Wörterbuch gegeben wird, von dem gleichen Wort, weil es ziemlich anders ist als die deutsche Definition sozusagen oder die deutsche Bedeutung. Ne?
Im Spanischen wird Alchemie oder Alquimia erstens als eine Sammlung von Spekulationen und Erfahrungen im allgemeinen esoterischer Natur über die Transmutationen der Materie, die den Ursprung der Chemie beeinflusst haben. Aber die zweite Bedeutung finde ich besonders resonant. Im Spanischen heißt Alquimia auch eine wunderbare und unglaubliche Verwandlung. Und ich fand das unglaublich schön als sozusagen als Metapher, wenn man will, von Forschung, aber auch als Metapher von diesen Änderungen oder Veränderungen, von dem Beatrice von Bismarck redet oder von den Änderungen, das irgendwie zusammen mit Forschung immer kommen. Ne? Und davon, also einige von solchen Verwandlungen möchte ich euch danach in dem zweiten Teil von meiner Rede so zeigen. Ne? Aber zuerst, also gehen wir einen Schritt nach hinten wieder und so, wenn wir diese Definitionen benutzen, können wir sagen, dass kuratorische Forschung eigentlich immer gewisse Prozesse involviert. Also es muss immer eine Erweiterung des Wissens geben. Es ist ganz wichtig, dass es im Sinne von öffentlich werden, in diesem Fall von Kunst und Kultur wird, aber ich glaube, das ist hauptsächlich der Unterschied zwischen wissenschaftliche Forschung und kuratorische Forschung. Die wissenschaftliche Forschung hat nicht als Hauptziel oder nicht immer als Hauptziel das Öffentlichwerden. Die kuratorische Forschung kann es kaum geben, wenn es nicht darum geht, irgendwelche Informationen, Kenntnisse, Kunstwerke etc. ins Öffentliche zu bringen. Die kuratorische Forschung ist auch so aus der Perspektive, dass wir heute sozusagen nennen, es ist auch als ein Zusammenkommen verstanden. Das heißt, es ist auch das Ergebnis von einem kollektiven Prozess oder es gibt mehr als eine Einzelperson involviert. Man könnte sagen, auch wie so nach Beatrice von Bismarcks Buch, könnte man sagen, es gibt nicht nur Personen, sondern auch Objekte, die irgendwie im Zusammenkommen, in einer gewissen Konstellation, um so irgendwie eine Wirkung zu haben. Und die kuratorische Forschung bringt auch Veränderungen für die irgendwie mitgeteilte Akteure, die auch Objekte, wie gesagt, sein können. Das bezieht sich hauptsächlich natürlich auf Kunstsammlungen oder Kunstwerke. Und ich glaube, in diesem Sinne kann man es sehr gut verstehen, was es bedeutet, so kuratorisch zu forschen. Man kann es auch sehr gut verstehen, was der Unterschied ist zwischen einem Kurator im Sinne von öffentlich werden und ein Kustos oder ein Konservator im Sinne von aufbewahren. Das Öffentlichwerden ist hier also fundamental, wie gesagt. Aber ich glaube, das Gleiche kann man auch in Bezug auf Archive sagen. Das ist aber viel weniger, wie soll ich sagen, das ist, ich glaube, viele von uns verstehen, was kuratorische Forschung bedeutet, wenn es um Kuratoren geht oder wenn es um Kunstwerke geht. Man denkt nicht unbedingt über kuratorische Forschung, wenn man über Archive redet. Irgendwie, es ist nicht so sichtbar, wie diese Arbeit sich auf Archive beziehen kann, aber ich glaube, das ist der Punkt, wo ich stehe in meinem Beruf. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig für die anderen, für andere Kollegen zu verstehen, was genau ich mache, weil es ist noch nicht so sofort verstanden als ein ganz klarer oder gut definierter Beruf oder Bereich von beruflichen Aktivitäten. Ne? Also man kann alle diese Aspekte hat man in beiden Fällen, genauso mit Kunstwerken oder mit Kunstsammlungen, aber auch mit Archiven. Es ist aber nicht ganz das Gleiche. Ich glaube, weil das Öffentlichwerden, wenn wir über Ausstellungen reden, bedeutet nicht nur, dass in der Ausstellung man gewisse Objekte oder gewisse Dokumente oder eine Auswahl von unterschiedlichen Materialien zeigt, sondern also die Ausstellung zeigt diese ganzen Objekte oder Sachen sozusagen oder Exponaten, aber die Ausstellung zeigt sich selbst auch. Und das ist eine Perspektive, die die Ausstellung oder die Ausstellungsmacher irgendwie sehr bewusst nehmen. Es ist klar, dass die Ausstellung nicht nur das Zusammenkommen von diesen Objekten bedeutet, sondern es gibt auch eine Perspektive, es gibt auch eine Meinung oder eine Subjektivität hinter der
Ausstellungsgestaltung sozusagen. Ne? Wenn man aber über Archive redet, ist das meistens nicht so klar. Oder in meiner Erfahrung passiert ganz oft, dass man nicht auf diesen Gedanken kommt. Man denkt nicht über Archive, denkt man nicht in dem Sinne, dass Archive so dispositive für die Visibilität sind oder für die Sichtbarkeit von den Inhalten. Man verwendet vielmehr das Aufbewahren als das Zeigen irgendwie. Und das ist meistens so. Man könnte aber sagen, dass das Archiv auch zeigt, in einer metaphorischen Sinne. Ne? Und das Archiv zeigt die Archivalien und das Archiv zeigt auch sich selbst. Aber das ist nicht so freiwillig als bei den Ausstellungen, sondern das ist meistens ungewollt. Heute haben wir geredet und ich rede ganz oft darüber, Archive sind Dispositive, die vom Anfang her oder sozusagen so im Prinzip sich als objektive Strukturen oder unaffektive Strukturen beschreiben. Also in Archiven ist alles im Prinzip objektiv und die Menschen, die Archiven bauen, sind im Prinzip emotional distanziert oder distanziert davon, was sie archivieren. Es gibt nicht diese Subjektivität als ganz selbstverständliches Element. Ich glaube, das ist meistens so gedacht und das ist meistens so gemeint sozusagen. Meine Meinung ist, das ist gar nicht der Fall, sondern genauso wie bei Ausstellungen gibt es ganz viel Subjektivität, die in Archiven kommt. Und die Archiven, auch wenn sie nicht wollen, zeigen sich selbst, wenn man genau hinguckt. Man muss aber sich ein bisschen trainieren, um genau zu gucken. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich weiß es nicht. Ich benutze, wenn ich unterrichte, immer das gleiche Bild, um das zu zeigen. Das ist vielleicht ein bisschen so grob als Bild. Aber ich glaube, dass das Korsett, dieses Kleidungsstück, ist ein gutes bildnerisches Metapher dafür, weil das Korsett ist eigentlich gemeint, um nicht gesehen zu werden. Man sollte nicht wissen oder man sollte nicht bewusst irgendwie merken, dass das Korsett da ist. Das Korsett aber funktioniert als Container für den Körper und ändert in der Tat die Form davon, was mittendrin ist. Es ist nicht nur ein sozusagen ein Sicht, das etwas bedeckt, sondern es ändert auch die Form davon, was es sozusagen hält. Ne? Und ich glaube, das ist genau, was ein Archivstruktur macht mit den Inhalten. Ne? Je nachdem, welche Klassifikations- oder Erschließungsmethode man auswählt oder je nachdem, welche Stichwörter man auswählt oder je nachdem, wie man entscheidet, dass die Elemente beschrieben werden, hat man auch eine Wirkung in der Art und Weise, wie dann die Nutzer des Archivs jedes Element irgendwie einnehmen werden. Und ich glaube, man redet viel zu wenig darüber. Man sollte, ich glaube, ein bisschen mehr Licht darauf werfen. Und man müsste viel mehr, also wenn man aus der Seite des Archivs irgendwie viel, viel mehr mit der Idee von Transparenz irgendwie reden. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Begriff. Aber gut, wenn Archive sich nicht so sozusagen so freiwillig zeigen, zeigen sie sich trotzdem, wie ich gesagt habe. Und sie machen es durch unterschiedliche Wege. Ne? Und hier habe ich einige aufgelistet. Ne? Also wie gesagt, Archive können unterschiedliche Methoden für die systematische Erfassung, Erhaltung und Betreuung von den Archivalien auswählen. Und diese Methoden sind nicht immer unschuldig oder nicht immer neutral oder nicht immer so alle egal. Ne? Die haben eine Wirkung in der Bedeutung, dass die Archivalien dann so haben könnten, ne, eventuell. Mit Archiven oder Ausarchiven kann man auch Datenbanken machen, die online oder offline so zugänglich sein können. Es gibt aber andere Arten oder andere Wege oder andere Zugangsmodelle, die man auch auswählen kann. Und das sind alle Wege, wie man die Inhalte von Archive irgendwie in die Öffentlichkeit bringt, hauptsächlich. Also wenn man eine Datenbank aufbaut, meistens ist es so oder sollte so sein,
dass man es macht, um den Zugang zu dem, zu den Inhalten die, zu erlauben oder zu erleichtern. Und das ist auch eine Art, irgendwie in die Öffentlichkeit zu werden. Man kann aber viel mehr, so, es gibt viele mehr oder viele andere Strategien, um Archive so in die Öffentlichkeit zu bringen. Man kann natürlich Ausstellungen machen mit Archivalien oder aus Archivalien oder mit einer Kombination mit Kunstwerken und Archivalien und Dokumentation und so weiter und so fort. Und die Ausstellungen könnten einfach nur die Archivalien zeigen oder auch die Struktur vom Archiv und so weiter und so fort. Also es gibt in diesem Sinne sehr viele Möglichkeiten. Und man kann natürlich aus Archivalien oder aus Archivsinhalte Publikationen machen. Und ich möchte hier Publikation in dem weitesten Sinn verstehen. Also Publikation ist ein Buch, aber es ist auch ein Fanzine, es ist auch eine Online eine Webseite, die online die Archivalien zeigt und so weiter. Ne? Also Publikation in dem Sinne von so einer Struktur, die genau für die Öffentlichkeit gedacht ist. Ne? Es gibt andere, es gäbe andere, ganz sicher andere Wege, um Archive in die Öffentlichkeit zu bringen. Und darüber können wir später reden. Aber ich möchte heute so einige Beispiele davon zeigen. Ich muss aber zuerst eine wichtige Sache irgendwie bemerken, also für uns alle zusammen. Ich arbeite vor allem, also ich arbeite, wie Nora erzählt hat, in einem Bereich, wo das Ausstellen, das Öffentlichwerden, aber auch die Strukturen von Archiven irgendwie zusammenkommen, aber hauptsächlich in dem Bereich Kunst. Und das bringt mit sich eine zusätzliche Schwierigkeit oder eine zusätzliche Fähigkeit oder sogar Möglichkeit, wenn man möchte, oder Potenzial, in der Tatsache, dass meistens ist es so, und vor allem in zeitgenössischer Kunst, meistens ist es so, dass die Dokumente nicht nur Dokumente sind, sondern auch teilweise Kunstwerke. Und wenn man, also man könnte auch lange darüber reden, aber wenn man denkt über das ganze Prozess in dem 20. Jahrhundert, in dem die Kunstwerk irgendwie die Materialität verloren hat und ganz oft nicht mehr ein Objekt ist, sondern eine Idee oder eine Performance oder eine Geste oder eine Haltung und so weiter und so fort. Das wird meistens nur dadurch archiviert, dass es Dokumente gibt, die diese Idee, Performance und so weiter zeigen. Und man könnte lange diskutieren, ob diese Dokumente eigentlich auch Kunstwerke sind oder hauptsächlich Kunstwerke oder hauptsächlich Dokumente. Ich habe in meiner Arbeit immer versucht, diese Frage nicht zu stellen. Also ist das Kunst oder ist das ein Dokument? Ich glaube, das ist die falsche Frage in dem Fall. Ich glaube, es gibt ganz viele Materialien, die beide Identitäten haben können. Und ich glaube, was aus dem Archiv das Ziel sein sollte, ist, dass beide Identitäten einfach weiter existieren können, ohne dass die eine sozusagen eradiert oder eliminiert die andere. Ne? Also diese doppelte Identität sollte irgendwie da weiterleben können, auch im Archiv. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Und ich glaube, wir können jetzt einige Beispiele aus meiner Praxis irgendwie sehen, wo diese theoretische Perspektive, wenn man möchte, irgendwie getestet sein oder getestet werden können. Ne? Ich habe ganz viele Bilder. Ich hoffe, dass es nicht zu schwer oder zu viel ist. Aber ich dachte, ich konnte also ein paar Projekte zeigen. Und ich fange an mit einem Projekt, das ich weiß, Nora findet besonders interessant. Ich glaube, das ist auch eines von den größten Projekten in diesem Sinne, die ich kenne. Und es ist auch interessant, weil es von einem ganz großen Museum gemacht wurde und über ein ganz wichtiges Kunstwerk. Also ihr kennt alle Guernica, das Gemälde von Pablo Picasso. Guernica wird im Museo Reina Sofía in Madrid aufbewahrt. Und vor ein paar Jahren hat man die Finanzierung und die Ressourcen irgendwie geschafft, um ein Archiv über das Kunstwerk zu machen, und zwar online.
es gab ganz viele Leute, die zusammengearbeitet haben. Das Projekt wurde von Rosario Beiro zusammen mit Olga Sevillano. Ich war damals die Leiterin von öffentlichen Aktivitäten und habe auch damit so kollaboriert. Und dann gab es zwei Frauen, zwei Expertinnen, die die Forschung und die Texte geschrieben haben. Die heißen Rafael Robles und Ines Plasencia. Aber die Liste, die ganze Liste von Kollaboratoren würde viel, viel länger sein. Ich erzähle wieder ganz schnell die Geschichte von Picassos Werk, um das besser vielleicht zu verstehen. Das ist ein Foto von Guernica. Guernica ist ein kleines Dorf im Baskenland, in Nordspanien. Es hatte so am Anfang des 20. Jahrhunderts ungefähr 5000 Einwohner. Es war mini klein. Und es wurde ganz fürchterlich am 26. April 1937 von der Legion Condor, von der deutschen Legion Condor, komplett zerstört mit Bomben. Das war katastrophal. Die spanische Bürgerkrieg war schon im Gang. Und die Deutschen haben irgendwie zusammen mitgemacht gegen die republikanische Regierung. Und das war eins von den Aktionen, die am meisten schlimm waren und die auch total viel Echo in der Presse, internationaler Presse sozusagen erreicht haben. In der Zeit war Picasso in Paris und hat gelitten, weil er den Auftrag von der spanischen Regierung, von der republikanischen Regierung bekommen hatte, am Anfang des Jahres ein großes Gemälde für den spanischen Pavillon zu malen, der für die internationale Ausstellung in Paris aufgebaut worden, also werden wurde. Ne? Und Picasso hatte so die Geschichte erzählt, dass Picasso gar keine Idee hatte, er wusste nicht, er hat irgendwie Inspiration gesucht, wusste nicht, was zu machen. Und als die kleine Stadt im Baskenland bombardiert wurde und man die Fotos am nächsten Tag gesehen hat, dann hat er entschieden, das wird mein Thema sein. Und dann hat er, also so, das war Ende April, die Ausstellung sollte im Sommer anfangen. Dann hat er angefangen, so wie verrückt zu malen, hat über 50 Skizzen gemalt und dann schließlich ein riesiges Gemälde, die über 7 Meter lang ist und die ihr alle kennt. Und ist wahrscheinlich eins von den Gemälden aus dem 20. Jahrhundert, die am meisten auf der ganzen Welt so gekannt und erkannt werden. Das Gemälde wurde sofort, also es kam spät, da die internationale Ausstellung war schon los, als Picasso fertig war. Es wurde aber installiert und in Paris gezeigt und danach wurde es sofort als reißendes Werk sozusagen, wurde ein reißendes Werk. Es wurde sofort als Symbol gegen Gewalt und vor allem, wenn Gewalt gegen Zivilisten also gemacht wird, das Gemälde wurde als Symbol gegen Protest geworden. Und dann hat es angefangen zu reißen. Und es war in unterschiedlichen Städten in Europa und dann auch in den USA, um Hilfe für die spanische republikanische Regierung zu schaffen und öffentlich, also Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit über die spanische den spanischen Bürgerkrieg. Es hat viel, viel, viel gereist. Es war in unterschiedlichen Städten. Und dann schließlich kam es zur MoMA. Und Picasso hat in 1970 einen Brief geschrieben, wo er ausdrücklich sagt, er möchte, dass Guernica mal wieder nach Spanien kommt oder eigentlich ankommt, weil es in Paris gemalt wurde. Es war noch nie in Spanien gewesen. Picasso hat aber gesagt, das kann nur passieren, wenn in Spanien wieder so Freiheit so zusammen gibt. Es gab danach, die Anekdote geht darüber, dass Picasso eigentlich gesagt hat, es soll eine Republik sein. Wenn es so wäre, dann würde das Gemälde in Spanien noch nicht sein. Aber gut, immerhin, also wenn Franco gestorben ist, dann hat man eine Demokratie entwickelt in Spanien. Und Guernica war immer noch ganz wichtig als Symbol und es war erst in 1981, als die spanische Regierung endlich es geschafft hat, MoMA zu überzeugen, dass das Bild nach Spanien kommt. Und das war natürlich für die Spanier, also für die spanische Öffentlichkeit eine riesige Sache. Ne? Und dann kam das Bild in Madrid und dann wurde es so gezeigt, so hinter ganz dicken Gläser.
und immer auf Bewahrung von der militärischen Polizei, von La Guardia Civil, und als Einzelwerk in dem ganzen Gebäude. Das wurde in einem Gebäude nur für sich selbst gezeigt, so wie es ihr seht. Und dann ging es weiter. Wir hatten dann irgendwann eine sozialistische Regierung, ein bisschen später. Und für die war es auch ganz wichtig, irgendwie, dass Guernica ganz anders gezeigt wird, mit dem ganzen politischen Potenzial, das das Bild hat. Und es war nicht bis, also erst in 1992 hat man es geschafft, dass das Bild nicht mehr so gezeigt wird, sondern auch in Madrid von diesem Gebäude, wo es war, bis zum Museo Reina Sofía genommen wird. Das war eine riesige Aktion. Es gab Terroristen, so Bedrohungen. Es war auch total kompliziert, aber man hat es geschafft. Und heutzutage wird es so gezeigt im Museo Reina Sofía. Und es ist meistens so voll, also wie hier. Ne? Es ist das absolute Star von der ganzen Sammlung. Das ist der einzige Raum, wo man in dem ganzen riesigen Gebäude dieses Bild zeigen kann, wegen unterschiedlichen architektonischen Qualitäten. Und man hat es ganz lange so auch außer Kontext irgendwie als Einzelwerk gesehen. Aber in den letzten Jahren wurde es kontextualisiert. Und man hat gedacht, man darf Guernica nicht mehr so zeigen. Man muss irgendwie um dem Bild herum auch einen Kontext aufbauen. Und dann hat man das gemacht. Also hier sieht man ein bisschen, das ist ein Modell von dem spanischen Pavillon, wo es gezeigt wurde, in 1937 in Paris. Es gibt da hinten eine Sammlung von Plakaten gegen narzisstische Regierungen. Es gibt da ganz viele andere Werke, nicht nur von Picasso, teilweise die Skizzen, auch eine Plastik hier, sondern auch von anderen Künstlern, teilweise, zum Beispiel auch Goya, der auch viel zu tun hat mit der Repräsentation, mit der bildnerischen so Repräsentation von der Krieg. Und in dem gleichen Raum werden jetzt Dokumente gezeigt. Das sieht man leider auf dem Foto nicht so gut. Es gibt diese Vitrinen so ganz weit weg, wo unter anderem die politische Beziehungen von Picasso so gezeigt werden. Picasso war Kommunist sein ganzes Leben und hatte war offiziell ein Mitglied von der kommunistischen Partei. Und hier links sieht man die Fotos. Man sieht es leider in dieser Foto nicht so gut, aber hier links würde man die Fotos sehen, wenn man da wäre, die Dora Maar gemacht hat. Damals war sie die Freundin von Picasso und sie hat das ganze Prozess fotografiert, wie er das Bild gezeigt hat. Gut, und so war sozusagen das Bild irgendwie kontextualisiert im Museum, nicht nur als Kunstwerk, sondern auch als politisches Symbol, was es auch ganz wichtig ist. Aber man musste oder man wollte auch das irgendwie durch einem Archiv zeigen. Und das hat man mit dieser Webseite gezeigt. Rethinking Guernica, Repensar Guernica heißt es. Es ist online, wenn man Rethinking Guernica sucht auf dem Browser, dann kommt es sofort vor. Und das, also die Idee, der Plan war, diese ganze Kontextualisierung, die man in den Museumsräumen machen könnte, wollte man auch mit Dokumente machen, online. Und das war wichtig, nicht nur, weil dieses Werk ganz viele unterschiedliche Sichten von Bedeutung hat, von Kunst bis Politik und ganz viele andere, sondern auch, weil die Tatsache, dass das Bild nicht in Spanien gemalt wurde und dann so viel gereist hat, bedeutet, dass die ganzen Dokumente ganz zerstreut sind, überall auf der Welt. Und es ist wirklich für die Wissenschaftler oder für die Forscher oder für die Interessierten ist es wirklich schwierig, die ganzen Dokumente irgendwie zusammenzusehen, die man hätte sehen müssen, um die ganze Geschichte von dem Bild zu verstehen. Deswegen wollte man aus vielen Archiven und hat man so gemacht, also die wichtigen Dokumente so zusammen sammeln und digitalisieren und dann zusammenbringen auf dieser Webseite. Das Problem war, wie kann man das organisieren, weil es so viele unterschiedliche Sichten von Bedeutung, wie gesagt, gibt. Also das Bild ist nicht nur ein ganz wichtiges Kunstwerk im Sinne von Kunst und von Kunstgeschichte und von Malerei. Es ist auch ein politisches Symbol. Es hat auch eine Rolle in der ganzen Geschichte von Picasso, von Picassos Entwicklung. Es ist wichtig, es ist ein wichtiger Schritt für ihn gewesen. Es ist auch ganz wichtig als ein fundamentales Stück
in dem Aufbau von der Kunstsammlung des Museums und so weiter und so fort. Und dann hat man entschieden, so unterschiedliche, also diese unterschiedlichen Sichten sozusagen als thematische Fäden auszuwählen und diese ganze Dokumente irgendwie dadurch in unterschiedlichen Ordnungen zu schaffen. Ach, Entschuldigung. Man hat nicht nur die Themen ausgewählt als thematische Fäden, sondern auch die Menschen, die mit der Geschichte von dem Gemälde zu tun haben. Das sind die Fotos von denen. Es gibt Dora Maar, es gibt wenige Frauen, hauptsächlich sind alle Männer. Aber auch die Konservatoren von MoMA und die spanische Politiker und unterschiedliche Kunstkritiker und so weiter. Und das ist nur ein Beispiel für euch, wie jedes Einzeldokument gezeigt wird. Also das Dokument ist da zum Lesen und dann wird es irgendwie beschrieben oder kontextualisiert. Aber ganz wichtig war, dass man das selber lesen kann. Es gibt ganz viele Dokumente in unterschiedlichen Sprachen natürlich. Nicht alles ist auf Spanisch oder auf Englisch. Aber eins von den wichtigen Zielen war, wir wollen diese Geschichte erzählen, aber wir wollen, dass die Dokumente auch für sich selber reden. Wie gesagt, das ist eins von den größten Projekten, in denen ich wahrscheinlich zusammengearbeitet habe mit einem sehr großen Team. Es hat auch eine wahnsinnig große Resonanz, weil das Werk so bekannt ist. Also wir wissen heute, dass diese Webseite sehr viele Nutzer hat. Es gibt ganz viele, die das benutzen und konsultieren. Ich habe auch in anderen unterschiedlichen Projekten gearbeitet, die nicht so groß oder nicht so viel Resonanz hatten. Ich habe heute für euch drei ausgewählt, die ich meistens nicht unbedingt sozusagen vorstelle, weil es kleinere Sachen sind. Aber ich habe auch gedacht, es ist interessant, nachdem man ein Beispiel gesehen hat, wo das Kuratorische in der Kunst oder mit den Kunstwerken und auch mit den Archivdokumenten sozusagen in Arbeit gesehen hat, dass ich jetzt zwei oder drei unterschiedliche Projekte vorstelle, wo ich mit Künstlern gearbeitet habe und wo dieses Sich-Überschneiden, das ich ganz am Anfang in der Zeichnung so gezeigt habe, von künstlerischer Forschung mit wissenschaftlicher Forschung, aber auch mit Entschuldigung, von kuratorischer Forschung mit wissenschaftlicher Forschung, aber auch mit künstlerischer Forschung irgendwie zu sehen ist. In diesen Projekten war die Geschichte ganz anders. Also es ging nicht darum, irgendwie die Kunstgeschichte oder die Geschichte der Politik zu verbreitern, sondern zusammen mit Künstlern zu arbeiten in Projekten, in denen Archive, unterschiedliche Archive involviert waren oder sind. Und das erste hieß My Holy Nature und wurde von zwei Künstlern so initiiert, Jamie Allen aus Kanada und Bernard Garnitschnik aus Österreich, aus Wien, ich glaube. Die beiden haben die Idee vom Projekt gehabt und dann haben sie mich eingeladen, weil sie auch wussten, dass ein Archiv dadurch irgendwie entstehen konnte oder wurde und sie wussten nicht, was sie damit machen könnten. Und sie dachten, ich könnte dabei helfen. Und das habe ich gemacht. Also My Holy Nature war am Anfang, also ich habe eine relativ lange Zeit gebraucht, um zu verstehen, was das Projekt eigentlich war. Das war das Bild, mit dem sie mich eingeladen haben zum Projekt. Und das war schon sehr mysteriös. Die Idee war also so nach dem, ein bisschen so von dem Gedanken von Bruno oder von den Texten von Bruno Latour inspiriert, haben sie entschieden, dass sie über das Phänomen von der fernen Arbeit oder ferne Services irgendwie ein Kunstprojekt machen wollten. Und so haben sie eine Koordinatorin in diesem Fall ausgewählt, die ein Objekt aus zweiter Hand gekauft hat. Sie wussten nicht, was dieses Objekt war, keins von den beiden Künstlern. Und dann hat sie dieses Objekt durch unterschiedliche industrielle Prozesse auf die ganze Welt hin und her geschickt. Immer alles auf Internet so zusammengestellt, ne? Bestellt. Die Künstler wussten auch nicht, was für industrielle, also sie wussten nicht, was das Objekt war, sie wussten nicht, was
Sie wusste nur ein Teil von die, also was ein Teil von diesen industriellen Prozessen waren. Und es waren keine künstlerischen Sachen. Es könnte sein, dass das Objekt in Plastik eingewickelt sein sollte oder mit Automalfarbe so gestrichen sein sollte und so weiter und so fort. Aber es ging die ganze Zeit hin und her. Es wurde in unterschiedlichen Ländern sozusagen bearbeitet. Und daraus, wie gesagt, kam ein Archiv. Und als ich dieses Archiv bekam, war ich sehr überrascht und ein bisschen besorgt, weil die Dokumente, die dieses Archiv aufgebaut haben, waren solche Sachen wie das hier. Ne? Also so Screenshots, wo man gesehen hat, welche Reise das Objekt gemacht hat, oder Fotos, wo man gesehen hat, wie die Werkstatt ausgesehen hat, wo das Prozess irgendwie entwickelt, also so durchgeführt wurde. Oder auch so Bankbelege oder Rechnungen und so weiter. Ne? Und was die Künstler gesagt haben, ist, wir möchten damit eine Publikation machen. Und dann musste ich viel überlegen, was kann man aus so einem Archiv machen, weil eigentlich war das Problem, aus so einem Archiv, in so einem Archiv kann man, ist das Wert von jedem Einzeldokument eigentlich sehr wenig. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es Sinn machen würde, so ein Erschließungssystem für solche Dokumente irgendwie zu schaffen. Oder die Beziehungen zwischen diesen Dokumenten miteinander, also von diesen Dokumenten miteinander irgendwie zu zeigen und so weiter. Und dann nach vielen Überlegungen bin ich zu der Idee gekommen oder habe ich die Idee gehabt, dass es eigentlich, dass das Wichtige eigentlich über dieses Archiv war, dass es ganz visuell oder bildnerisch ganz gut das ganze Prozess zeigen konnte, dadurch dieses Kunstwerk irgendwie entstanden wurde. Das ganze Kunstwerk in diesem Fall war nicht so viel das Objekt, das man schließlich hatte, sondern das ganze Prozess. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir mit dem Archivalien nicht ein Archiv in dem Sinne von Datenbank, sondern eine Publikation machen, und zwar ein Leporello, so wie hier. Das war mein Vorschlag für die Künstler. Und das wurde akzeptiert. Und so habe ich zusammen mit einem Designer gearbeitet. Wir haben die Einzeldokumente genommen, aufeinander gestapelt, komponiert, visuell und so weiter. Und neben den Dokumenten haben wir die Reise irgendwie erzählt, so mit den unterschiedlichen, auf einem Timeline, wo man die unterschiedlichen Orte und Daten gesehen hat, wo diese Prozesse so gemacht worden sind. Und auch eine kleine Erklärung, was in jedem Ort gemacht wurde. Das ist ein Modell von der Publikation. Die Publikation war über 4 Meter lang und war so wurde so gefaltet auf sich selbst. Und es wurde so aussehen. Und es wurde in einer Ringmappe dann sozusagen gebunden. Also nicht wie ein normales Buch, sondern in einer Ringmappe. Wie das hier, was ihr seht. Und das war das Ergebnis. Das war das, also die Publikation als Endprodukt sozusagen. Es gab, ich glaube, eine Auflage von 30 oder 40 Exemplare. Und da waren drei Texte, eins von mir und zwei von zwei Kunstkritiker oder Kunsthistoriker. Und dann das ganze Leporello. Und das Interessante in diesem Fall, also Es ist nicht eine besonders schöne Publikation vielleicht. Das Interessante für mich in diesem Prozess war, dass ich eigentlich oder dass wir zusammen eigentlich aus einem digitalen Archiv, das so individuell gesehen, Dokument nach Dokument gesehen, nicht so viel Interesse vielleicht hatte, eigentlich ein Objekt, ein dreidimensionales Objekt geschafft haben, im Zusammenhang mit deinem Projekt, wo alles über Internet gelaufen ist und wo das Kunstobjekt, das schließlich entstanden ist, auch nicht so wichtig als Objekt war. Das ist der Tag der Präsentation, wo das Objekt nach all diesen unterschiedlichen Reisen und Aufenthalten in unterschiedlichen Werkstätten auf der Welt in die Kunsthalle Aarhus ankam, und es wurde so, das Paket wurde von den Künstlern aufgemacht, und da war das Buch sozusagen als Skulptur oder als Plastik, wenn man möchte, ne? Im Gegenteil zu den ganzen digitalen irgendwie, also so
Prozessen, die das Projekt eigentlich aufgebaut hat. Und das ist ein Foto von dem ganzen, Seiten von dem Leporello. Und ich möchte auch gerne über ein anderes Buch, und das ist schon das letzte Projekt, ich will auch nicht so viel länger reden, aber das ist das letzte Projekt, das ich auch zeigen wollte. Das ist ein Projekt, in dem ich gerade arbeite. Es ist auch eine Publikation, und, aber es hat einen ganz unterschiedlichen Charakter im Vergleich mit My Holy Nature. Es heißt Camino Negro. Camino Negro heißt auf Galizisch Schwarzer Weg. Und es wird gerade gedruckt. Also das Buch ist noch nicht ganz fertig. Es ist ganz, ganz frisch aus dem Ofen sozusagen. Das Projekt wurde von Damiano Sierra initiiert. Er ist Fotograf und hat ein Photographic Essay sozusagen gemacht, das ich euch gleich zeige. Und dann er zusammen mit einem Kunsthistoriker, mit Juan de Nieves, hat die Idee für das Buch sozusagen gehabt. Und dann wurde ich eingeladen wieder als Archivkuratorin, weil man wusste schon, dass das Archiv eine wichtige Rolle in dem Projekt oder in dem Buch spielen sollte. Man wusste nicht aber wie, und deswegen haben sie mich sozusagen reingebracht in dem ganzen Projekt. Das ist eins von den Fotos von Damian. Camino Negro, wie gesagt, heißt Schwarzer Weg, und es zeigt in Bilder sozusagen genau das. Also es gibt in La Coruña in Nordspanien eine Ölraffinerie, die hinter der Stadt ist, in dem Inland. Die Stadt hat einen Hafen, und das Öl kommt also mit dem Boot zu dem Hafen, und vom Hafen bis zu der Ölraffinerie wird es durch Rohre geschickt. Man sieht die Rohre hier am Hafen noch so auf der Oberfläche, aber dann, was sind die Rohre noch? Man sieht die noch so in der Luft sozusagen. Aber dann sind sie unter der Erde, und die fahren weiter, sozusagen 6 Kilometer weiter durch die ganze Stadt bis zu der anderen Seite, wo die Ölraffinerie ist. Weil diese Rohre da unter der Erde sind, kann man darauf nichts aufbauen. Es ist aber dieser schwarze Weg, weil das schwarze Öl so darunter fließt, ist aber keine Promenade oder kein es ist nicht als Weg für einen Spaziergang vorbereitet, sondern es ist einfach so eine Fläche, wo man nichts aufgebaut hat. Manchmal, ganz am Anfang, ist es so, also man sieht nur eine Fläche zwischen unterschiedlichen Gebäuden, man weiß aber nicht, was unten ist, aber je weiter vom Stadtzentrum das führt, sozusagen, desto ländlicher die Landschaft um den Schwarzen Weg herum, aber der Weg geht trotzdem weiter und nähert sich zu der Ölraffinerie. Hier sieht man schon die Schornsteine, die von der Fabrik, von der Ölfabrik sozusagen. Das Öl geht in der Richtung, und dann, wenn es Benzin und andere Produkte, so andere fertige Produkte schon ist, dann kommt es zurück auch durch Rohre wieder zu dem Hafen, wo es dann weiter sozusagen geschickt wird oder geliefert wird. Gut, das ist das fotografische Projekt, das Damian gemacht hat. Das sind Fotos, also man kann diese Fotos sehen, ohne die Geschichte zu kennen oder das Thema. Und dann kann man denken, okay, das sind halt schöne Fotos. Man kann aber nicht so viel vielleicht darüber sagen. Aber Damian hat das auch mit einer sehr starken politischen Hinsicht gemacht, weil das Projekt auch unterschiedliche Bedeutungen oder Bedeutungssichten hat. Erstens, weil die Ölraffinerie von Franco aufgebaut wurde in den 50er Jahren, als Franco entschieden hat, dass man doch ausländische Investitionen haben sollte in dem Land. Also nach dem Krieg gab es eine Zeit, wo man überhaupt keine Beziehung mit anderen Ländern gehabt hat, auch nicht so wirtschaftliche. Aber danach hat die Diktatur entschieden, doch, wir wollen Investoren. Und die ersten Investoren, die gekommen sind, waren die Amerikaner, die sofort gesagt haben, ja, wir wollen hier investieren. Wir brauchen aber Raum für unsere Militär, für unsere Soldaten sozusagen. Und Spanien hat gehandelt und hat zum Beispiel
so das Geld für eine Ölraffinerie bekommen gegen Land für die amerikanischen Soldaten in der Nähe von Madrid. Ne? Also das war schon die erste Bedeutung. Die zweite Sache war, hier, wo die Fabrik aufgebaut ist, das waren alle so Felder, wo man Gemüse gepflanzt hat, die man danach in der Stadt verkauft hat. Die Besitzer von diesen Landstücken wurden einfach so weggeschmissen oder mit ganz wenig Geld irgendwie so rausgeschmissen von der Ort, um die Fabrik zu bauen. Und das hat jahrzehntelang immer wieder Proteste gebracht, weil es so gemacht wurde, so mit ganz viel Gewalt damals. Und dann gibt es natürlich das Thema, das wir uns heute sehr, sehr beschäftigt und das mit den fossilen Brennstoffen zu tun hat. Das kommt zu Ende. Das wird bald nicht mehr funktionieren, dass man weiter das benutzt. Trotzdem wird in La Coruña, in dieser Ölraffinerie, weiter investiert, als ob das Öl kein Ende kennen würde. Und das ist auch eine politische Frage für das Jetzt, für heutzutage. Macht es Sinn, dass man weiter diese Industrie hier behaltet, wenn man schon weiß, dass das eigentlich nicht, es ist nicht sustainable, es wird nicht lange dauern, dass man das halten kann. Ne? Na gut, aus diesen ganzen Themen gab es unterschiedliche Materialien oder Dokumente, die das irgendwie in der Geschichte sozusagen gezeigt haben oder die Spuren so behalten haben. Wir haben die Dokumente zusammengefasst und daraus haben wir also einen Teil von dem Buch aufgebaut, wo eine Chronologie erzählt, also so eine, auch eine Timeline in dem Sinne, so eine Chronologie erzählt wird. Aber wo die Bilder sind, die Protagonisten sozusagen, spielen die Hauptrolle. Wir wollten nicht das Jahr oder die Jahre oder die Timeline irgendwie zeigen. Wir wollten nicht, dass der Text das Allerwichtigste ist, sondern dass die Bilder diesen Raum irgendwie nehmen. Und hier seht ihr so einige Beispiele von den Doppelseiten von diesem Buch, das gerade gedruckt wird, wo wir unterschiedliche Materialien kombiniert haben. Wir haben so Presseausschnitte, wir haben Fotos von damals, das ist links der allererste Öltanker, der nach La Coruña gekommen ist. Und unten so die unterschiedlichen Wege, die damals in den 60er Jahren Öl aus Afrika und aus dem Mittelmeer so nach Spanien gemacht hat oder noch weiter. Und rechts eine Flasche, die Stadt von La Coruña hat die Flasche als Geschenk bekommen, als das erste Öl in die Ölraffinerie so reingeflossen ist. Und das wird noch in dem Staatsmuseum aufbewahren. Das ist Franco links, als er die Ölraffinerie so offiziell eröffnet hat. Rechts sind Arbeiter von der Raffinerie damals. Und dann ist ein Teil von der Geschichte natürlich ein ganz wichtiges Teil, die ganzen Unfälle, die in der Nähe von der Ölraffinerie stattgefunden haben oder passiert sind. Einige kennt ihr wahrscheinlich, also wenn man nicht so alt ist, weiß man so, vor 19 Jahren hat der letzte Öltanker einen riesigen Unfall gehabt hat. Der hieß Prestige und ihr habt wahrscheinlich davon gehört, und die schwarze Flecke oder die Menge von Öl, die ans Meer gekommen ist, war so riesig, dass es nicht nur in Spanien, sondern auch in Frankreich und in Portugal so zu sehen und zu merken war. Das war eine riesige Katastrophe. Es kamen ganz viele freiwillige Leute, die helfen wollten. Und daraus hat Alan Sekula ein Fotoprojekt gemacht. Und das sind die Fotos, die man rechts sieht, ein Teil davon. Und als allerletzte, und damit komme ich zu Ende, wollte ich nur über ein Projekt ganz kurz erzählen, das gerade anfängt und wo ich noch nicht weiß, was meine Rolle sein wird. Das ist auch eine Kooperation mit einer Künstlerin, mit Jasmin Aizabak, die ein Teil, also sie gehört, sie ist Mitglied von dieser Gruppe Arab Image Foundation, die ihr vielleicht auch kennt und die sich viel mit Fotografie, nicht nur so in dem praktischen Sinne, sondern auch in dem metaphorischen oder künstlerischen Sinne beschäftigt. Jasmin hat viele Jahre auf einem
auf einem Camp gelebt mit palästinensischen Flüchtlingen in Libanon und hat viele Fotos da gemacht, aber auch viele Fotos von den Flüchtlingen gesammelt. Und über dieses Archiv oder mit diesem Archiv oder aus diesem Archiv wird sie jetzt ein Projekt für Documenta 15 machen. Und sie hat mich eingeladen, mit ihr zu kooperieren. Also ich werde ihr helfen mit ganz vielen so praktischen Sachen. Aber ich werde, hoffe ich, auch eine Möglichkeit haben zu sehen, was man aus diesem Archiv machen kann oder wie man dieses Archiv in die Öffentlichkeit bringen kann, wenn man das überhaupt machen kann. Ne? Und davon habe ich nur ein Bild und ich wollte das wie ein Zeichen zeigen, weil es irgendwie auch ein Echo von dem ersten Bild hat, das ich damals von My Holy Nature bekommen habe. Das ist das einzige Bild von diesem Archiv, das ich bis jetzt gesehen habe. Und das ist eigentlich ein Screenshot aus Google Earth, wo das Gebiet gezeigt wurde damals, wo dieser Campsitz also sich befindet. Und man sieht hier, wie es einfach so mit einer Flecke so durchgestrichen wurde, als ob es nichts da wäre oder als ob es nicht zu sehen sein könnte, was da ist. Das heißt, für mich ist das Projekt auch eine große Frage, was meine Rolle da sein kann oder wie sich das Projekt entwickeln kann. Aber ich freue mich sehr darauf, auf jeden Fall. Und ich glaube, also wenn es gut für euch ist, dann höre ich hier auf und dann können wir alles ein bisschen so besprechen oder kommentieren, wenn ihr möchtet. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Mela. Das war ein Einblick, der eben diese Schnittstellen gezeigt hat und uns viele Fragen auch vielleicht nochmal stellen lässt, die dieses große Thema der kuratorischen Forschung betreffen und seine Schnittstellen zur künstlerischen Praxis, zum Archiv und auch zur wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe immer viele Fragen, aber ich möchte gerne zuerst fragen, gibt es Fragen? Ich würde auch alle Fragen vorlesen, die im Chat sind. Ich gebe erstmal vielleicht ein bisschen Zeit, dass wir auch verarbeiten können, was wir alles gehört haben. Meine erste Frage ist ganz banal, und zwar, von wann ist diese Definition der UNESCO, die du uns vorschlägst, also diese schöpferisch-systematische Form, zu schaffen? Ich glaube, das ist nicht so, das ist ein bisschen alt. Ich habe mich das Gleiche gefragt, ich habe ein bisschen gesucht. Ich habe nicht bis zu Ende recherchiert, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie aktuell ist. Es war auch ein Thema, also was für eine Institution kann man auswählen als irgendwie legitimatorische Institution, die so eine Definition irgendwie für uns alle geben kann. Ne? Ich dachte, UNESCO. UNESCO ist mindestens von allen bekannt. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen mehr. Also ich habe am Anfang gesagt, wir leben in unterschiedlichen Sprachwelten und ich glaube, es ist auch unterschiedlich, je nach Welt, ne, was für Autoritäten man irgendwie anerkennt. Deswegen dachte ich, okay, das ist international, das kann man vielleicht für diesen Sinn benutzen, aber es klingt doch ein bisschen alt. Ne? Wieso klingt es alt für dich? Weil, also ich finde so Mensch und Kultur, also nicht die Erweiterung von Bedeutungen oder wie es ausgedruckt wird, sondern die Referenz, also so Mensch und Kultur und so, das finde ich irgendwie ein bisschen wie soll ich sagen, also ein bisschen begrenzend vielleicht. Ne? Also gerade jetzt, wo es so viel auch Umtausch zwischen so Kunst und Wissenschaft in dem trockensten Sinne, wenn man möchte. Ne? Also warum nicht so Mathematikforschung oder so. Also es klingt für mich sehr humanistisch, sozusagen. Die UNESCO hat natürlich immer diesen Anspruch. Das ist ja. Die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wird, in einer Zeit, dass die Welt aufgrund des Kriegs in Brüchen liegt und gleichzeitig halt schon eine westliche Hegemonie organisiert. Eine transnationale Form der Einigung über Definitionen unter westlicher Hegemonie. Und dennoch finde ich diesen Aspekt schon interessant. Also dieses
Verhältnis von schöpferisch und systematisch. Mhm. Wir können uns darauf einigen und ich denke ja tatsächlich, wir können uns auch deshalb darauf einigen, weil sich die wahrscheinlich darin treffen, die kuratorische Forschung, die künstlerische und wissenschaftliche. Mhm. Das macht uns leicht, weil eigentlich etwas entsteht, also wenn es schöpferisch und systematisch ist, es entsteht etwas, das vorher nicht da war, mhm. Das ist ja nicht schöpferisch, und es ist systematisch, also es hat etwas Nachvollziehbares, es folgt Regeln, mhm. Ist damit auch, also es ist sowohl schöpferisch als auch nicht originell, würde ich sagen, weil mhm. In diesem Systematischen ist dieser Aspekt der kollektiven Nachvollziehbarkeit. Mhm. Und diese Gleichzeitigkeit von diesen beiden Dingen finde ich schon interessant für die künstlerische und kuratorische Arbeit. Also das nicht originelle Schöpferische erscheint mir jetzt fast befreiend auch. Wenn wir uns überlegen, dass es ja nicht das Schöpferische, sondern die Originalität ist, die so stark auch in den Marktprozess einbezogen wurde, könnten wir jetzt mit Benjamin oder so sagen. Deswegen habe ich das interessant gefunden, dass du diesen Aspekt reinbringst. Und ich finde das schon auch, ich finde das schön, diese beiden Punkte, sich immer zu fragen, in welcher Weise findet hier beides statt? Also wie finden Leute im Bereich der Wissenschaft, jeweils im Bereich der Kunst und auch im Bereich des Kuratorischen, Formen des Systematischen neu und auch des Schöpferischen? Um eben, aber auch nicht als Selbstzweck, sondern um etwas nachher zu wissen, was wir vorher nicht wussten. Das, also ja, fand ich eben interessant, aber da kommt auch schon, ich habe nur ein bisschen rumgeredet, nämlich eine richtige Frage. Anja Grebe, die darf ich vorlesen. Mir hat die Denkfigur der Alchemie sehr gut gefallen. Wie hat sie sich in den vorgestellten Projekten in der Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen konkretisiert oder als Ansatz weiterentwickelt? Ja, also mir hat diese Figur auch sehr gut gefallen, deswegen habe ich es mit euch mitgeteilt. Aber für mich ist es... Also diese wunderbare, wie war das, wunderbare und ich habe die deutsche Wörter wieder vergessen, aber gut, diese unerwartete oder das unglaubliche und wunderbare so Veränderung oder Transmutation, ich finde das als Beschreibung von einem forscherischen Prozess, sozusagen ja forscherischen Prozess, eine ganz schöne Idee, ne? Dass man eigentlich die Sachen ändert, wenn man sie in gewissen Formen darstellt. Und ich glaube, das wollte ich auch meinen, wenn man diese Perspektive auf Kunstwerke bezieht, da ist es ganz klar, ja klar, also die Kuratoren, die nehmen unterschiedliche Kunstwerke, die stellen diese Kunstwerke zusammen und daraus entsteht etwas, ne? Etwas ganz Neues und manchmal wunderbar auch oder sogar unglaublich. Man kann es aber auch, und das war mein Punkt, man kann es aber auch durch Archive oder mit Archive so irgendwie schaffen, ne? dass man unglaubliche und wunderbare Sachen schaffen kann, wenn man Archive so oder so oder so umstaltet. Ne? Das war ein bisschen die Idee. Vielleicht ist das eine Antwort, ich weiß nicht. Ich habe noch eine Frage, die zur Positioniertheit deines Ansatzes. Also ganz offensichtlich haben die Projekte, die du zeigst, schon eine klare, auch politische Position. Es ist nicht nur an der Schnittstelle zwischen Kunstwissenschaft und dem Kuratorischen, sondern zwei von den vier Projekten waren klar antifaschistisch. Alle haben diesen auch politischen Charakter. Wo würdest du das Politische im Verhältnis zu deinen Projekten sehen? Wie würdest du das beschreiben? Weil du stellst es uns einfach als eine absolute Selbstverständlichkeit. es ist auch nicht für jeden selbstverständlich. Hm. Warum wie verortest du dich da sozusagen in dieser politischen Archivarbeit? Ja, ich glaube, ich kann es nicht auseinander trennen. Ich sehe es. Das ist vielleicht eine. Das ist vielleicht, hat vielleicht mit meiner eigenen persönlichen Perspektive zu tun. Es muss nicht für alle so sein, aber ich glaube, dass man das kaum. Ich meine, wo fängt das Politische an und wo endet es in dieser Art von Arbeit? Ich glaube, also mehr interessiert Kunst insofern, als es auch ein Bereich, also nicht nur für das Ästhetische ist, sondern auch für das Politische. Ich sehe die beiden ganz, ganz eng miteinander irgendwie verflochtet oder geflochtet oder wie man das beschreiben kann.
Ich bin auch aus dem politischen, ich glaube, in dem Bereich angekommen, nicht aus der Ästhetik. Es ist nicht die Ästhetik, die mich gezogen hat, sondern mehr so die politischen Positionen, die da irgendwie eingewickelt sind und ganz viel Bedeutung hinbringen, obwohl das Ästhetische immer noch da ist. Ich glaube, es ist genau die Kombination. Ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich sowas mache, wenn ich nicht denken würde, dass ein gewisses Projekt eine interessante politische Perspektive hat, ne? Die nicht unbedingt meine Perspektive sein muss, aber eine Perspektive, die andere irgendwie Bedeutungen öffnet, ne? Ich glaube. Ja, also erstmal müsste man sagen, nicht, also zunächst und zumeist sind Archive, wie du ja auch am Anfang vorgestellt hast, also tun so, als wären sie unpolitisch. Genau. Haben gleichzeitig eine Geschichte, die sehr viel mit dem bestehenden Macht, jeweils in ihrer Zeit bestehenden Machtverhältnissen zu tun hat, oft polizeilichen und kolonialen Logiken. Mhm. Dann gibt es natürlich eben mit Walter Benjamin oder auch Marx, der sagen würde, die Geschichte ist eine Geschichte der Kämpfe, gibt es berechtigte Ansätze zu sagen, sich mit der Geschichte anzulegen, ist ein wichtiger Teil politischer Kämpfe. Mhm, genau. Es gibt noch viele andere Leute, die wiederum Leuten wie uns antworten würden, ja, aber wirklich, also leben wir in einer Zeit, wo wir es nicht mit einer sehr starken auch Ökonomisierung des Archivs zu tun haben, mehr denn je, spielen wir da nicht in der Wertschöpfung mit, ist tatsächlich die Arbeit mit dem Archiv gegen die hegemonialen Archive eine potenzielle Widerstandspraxis oder sind wir da schon längst eingekauft in diese neue Wertschöpfungsmaschinerie, bei denen ja große private wie Google zum Beispiel, das massive Ziel haben, erstens Archiv aufzuwerten und zweitens so viel Material wie möglich zu generieren, um dann eben das auch besser verwerten zu können. Also ich glaube, ich glaube, es ist natürlich sehr schwierig, daraus zu kommen als Agentin in Strukturen, die auch ein großes Teil an Institutionalisierung haben, ne? Also ich habe für Museen gearbeitet, ich habe also nicht nur für Künstler. Und wenn die Künstler, also wenn ich den Auftrag von Künstlern bekomme, bekomme ich meistens mein Geld nicht von Künstlern, sondern von Institutionen. Das heißt, ich bin ein Teil davon. Aber ich glaube, also allein wenn man durch diese Art von Arbeiten es schaffen würde, dass diese Strukturen vom Archiven sichtbarer werden, würde es für mich schon Sinn machen, weil ich glaube, man kann nicht daraus, also man kann nicht aus Outer Space sozusagen die ganze Strukturen gucken und sagen, nein, oh, das ist so schlimm, aber ich gehöre nicht dazu. Ich bin natürlich ein Teil davon, von diesem System, aber mir ist wichtig, also diese Idee von Sichtbarkeit, und deswegen ist es also so das Konzept Transparenz immer so auch ganz wichtig für mich und so weiter. Ich glaube, man muss diese Sprache auch lernen irgendwie. Man muss wissen, dass es diese Strukturen gibt, die du, wie du es beschrieben hast, fast immer mit Autorität zu tun haben. Also koloniale Autorität oder wissenschaftliche Autorität oder politische Autorität oder was auch immer. Also Archive werden nicht von den Menschen aufgebaut, die ganz unten stehen, sondern die kommen meistens so von oben nach unten. Und man kann nicht draußen davon stehen, aber man muss lernen, das zu lesen, das zu entkodieren irgendwie. Man muss lernen, dass es, man muss sie bewusst irgendwie handeln, mindestens. Ne? Da hat man eine, wie sagt man das? Also da hat man potenziell die Möglichkeit, anders zu agieren, wenn man das sieht. Also wenn man es bewusst ist, dass es eine Struktur gibt darauf, dass das auch ganz toll arbeitet, um unsichtbar zu werden, ne? Und objektiv und neutral. Das ist mir ganz wichtig, ich glaube. Isabella hat eine Frage an dich. Aber zuerst möchte sie sich auch noch für den interessanten Einblick in deine Arbeit bedanken. Sie fragt jetzt, aus welchem Feld kommst du, Kunstgeschichte? Beziehungsweise wo hast du studiert? Willst du was zu verschiedenen Archiven sagen, von denen du im Vortrag gesprochen hast? Wie diese den Outcome beeinflussen? Ja, also ich komme eigentlich, und das ist auch das Überraschende, aus der Literatur. Also ich komme nicht aus der Kunstgeschichte, ich komme auch nicht aus dem, wie sagt man das auf Deutsch, Archivwissenschaft ich habe nicht Archivistik studiert, sondern ich bin
aus der Literatur in die Kunstwelt, gelandet sozusagen, und dann aus der Kunst, also mittendrin in der Kunstwelt, habe ich mich ganz lange so mit Büchern beschäftigt, indem ich sie für Museen herausgegeben habe oder auch so mit den ganzen so Verantwortung für die Produktion und so weiter. Und daraus bin ich auf dem Archiv, auf den Bereich Archiv gesprungen, was eigentlich in sich sehr außergewöhnlich ist. Ich weiß, also ich weiß immer, wenn ich das erkläre, es ist immer eine kleine Überraschung. Und es ist natürlich immer es gibt immer oder es kann immer eine Friktion geben während der Tatsache, dass ich bin nicht eine Fachperson von dem Bereich Archive, aber meistens ist es genau deswegen interessant, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, die dieses Fach irgendwie sehr gut beherrschen, weil aus dieser Friktion oder aus diesen unterschiedlichen Perspektiven kann man wirklich irgendwie neue Entdeckungen oder neue Wege nehmen, ne, die also jeder von uns alleine vielleicht nicht folgen würde. Über die Archivpolitiken, ich weiß nicht so genau, was sie meint oder was Isabella meint. Vielleicht kann sie das ein bisschen erweitern. Ich habe gemeint, also so die Herangehensweise, also eben so wie du gesagt hast, wie man an den Prozess herangeht, also welchen Blick man hat auf das Material, dass man das eben beeinflusst, was du eben im Vortrag auch gesagt hast. Also du meinst, wie man praktisch dann oder welche Perspektive man selber hat über das Material? Erstens, ganz wichtig ist für mich, und deswegen wollte ich auch das betonen heute, der ganze Sinn von dieser Arbeit für mich liegt in dem öffentlich werden. Also das ist also so fundamental. Ne? Ich glaube, ich würde kein Interesse in Archivarbeit haben, wenn es darum ginge, wie man eine Systematik erreicht, um einfach das Archiv für sich selbst sozusagen weiter aufzubewahren, ohne diesen Anspruch auf Sichtbarkeit irgendwie wahrzunehmen. Das ist, ich glaube, das Allerwichtigste, die Perspektive, die am tiefsten in mir sozusagen liegt. Und ich glaube, daraus kann man viele Fragen also stellen und dann aus den Antworten dann die Konklusionen sozusagen entwickeln. Wenn man denkt, dass Archive hauptsächlich aus meiner Perspektive gesehen sind oder gesehen werden wie Dispositive, die neue Kenntnisse erlauben, aber nur, wenn sie irgendwie einen guten Zugang anbieten, dann kann man arbeiten. Und dann ist es natürlich ganz, ganz, ganz unterschiedlich, was das bedeutet in jedem Fall. Ne? Was ist ein guter Zugang zu einem Archiv, zum Beispiel wie das von My Holy Nature, wo jedes einzige Dokument eigentlich überhaupt keinen Wert hat oder keine Bedeutung oder keinen Sinn, so als Einzeldokument. Das bedeutet eine Sache, ein guter Zugang zu so einem Archiv als ein guter Zugang zu dem Archiv im Museo Reina Sofia oder das, was Museo Reina Sofia gebaut hat. Aber es sind eigentlich ganz also unkomplizierte Fragen, ich glaube. Also ich habe am Anfang gesagt, ich komme nicht in diesem Bereich nicht aus der Theorie. Ich schreibe je mehr ich arbeite, beschäftige ich mich mehr mit Theorie, aber immer aus der Praxis. Ich kenne es nicht. Ich habe nie gearbeitet in die andere Richtung, ne? Dass ich mit einer Theorie irgendwie mich gegen die Arbeit setze. Und ich glaube, da sieht man auch, dass ich nicht aus dem Bereich so Archivwissenschaft komme, weil ich es wahrscheinlich ganz anders machen würde, wenn ich aus diesem Bereich käme. Ne? Aber ich mache es nicht so. Also es ist schon spät und alles in dem Lockdown. Und du musst irgendwann mal wirklich kommen und wir müssen uns irgendwie sehen. Ja. Ich würde jetzt einfach nur gerne vorschlagen, also ich habe diese demokratische Endmethode, dass ich sagen würde, alle, denen noch etwas wichtig ist, etwas zu sagen, können das jetzt in den nächsten Minuten schreiben. Alle, die noch etwas sagen wollen, das würde ich dann vorlesen und dann würden wir eine Abschlussrunde machen. Und sonst, denke ich, hast du uns sehr viel mitgegeben. Also wir werden diesen Film ja auch haben und wir können ihn uns noch öfter ansehen, kann in uns noch arbeiten. Und ich denke, dass es einfach sehr viele Fragen sind, wie eine
ich finde, die interessanten Fragen sind auch, wie eine, also die Genauigkeit der Archivarbeit, die politisch-visuelle, der politisch-visuelle Bruch mit den gewohnten, selbstverständlichen, ungebrochenen Bildern und drittens die politische Frage an die Geschichte, dass die drei zusammenkommen, ist eben sehr selten. Und okay. da glaube ich, müssen die drei Felder auch noch sehr viel voneinander lernen. Okay. Weil eben, wenn wir jetzt beispielsweise die Ausstellung sehen, für die du ja auch gearbeitet hast, zur Geschichte der Dokumente, die ganz wesentliches Material hervorgebracht hat, aber dann in ästhetischen Fragen der Gestaltung, etwa auch der Behandlung der Fotografie als historische Quelle, aber dann doch auch wieder typisch historische Ausstellung, darüber haben wir gesprochen gestern mit einem unserer Teilnehmerinnen, der dazu forscht in seiner Masterarbeit, dann doch auch wieder ganz unreflektiert einfach als Tapete statt eines Originals, das als Kunstwerk dann auch wieder ein totaler Fetisch ist und so weiter. Also die sehr oft unreflektierte Auseinandersetzung mit ästhetischen Fragen im Bereich der Geschichte, die durchbrichst du einfach, indem du konsequent in allen Reihen sie aufeinander beziehst. Und das würde ich gerne mitnehmen und ich finde, dass davon können wir ganz viel lernen und das werden wir auch machen. Und jetzt schauen wir, ob ich es geschafft habe, dass noch wer eine Frage stellt. Nein, dann habe ich ein gutes Gewissen, wenn ich einfach sage, Mela, vielen, vielen Dank. Ich habe ein Geschenk versprochen, für mich war es eins. Naja, danke an euch. Ich bin zu danken. Vielen Dank, dass ich das erzählen konnte. Und also wenn es wirklich irgendwie inspirierend in irgendwelchem Sinne ist, bin ich sehr froh. Aber naja, ich hoffe, es hat auch irgendwie Fragen geweckt und Reflexionen, die irgendwie euch in irgendwelche Richtung führen. Das ist schön, immer wenn es so ist. Vielen, vielen Dank. Danke und danke alle, die so lange ausgeharrt haben. Ja. Ich wünsche allen noch einen ganz, ganz schönen Abend. Ja, ebenfalls. Tschüss, ciao. Danke, ciao, ciao.